Das ist passiert hier bei der Adresse www.deutschessprachforum.de. Gutmenschen heißt das Thema. Ich hatte schon ein bisschen einlest. Nun ist noch ein bisschen mehr passiert neulich. Ich habe das ein Nietzsche-Zitat einsendet bei Gutmenschen. Was ist gut? Alles, was das Gefühl der Macht, den Willen zur Macht, die Macht selbst im Menschen erhöht. Nietzsche, das Wesen im Logos noch wenig entdeckt. Was macht, dass Nietzsche noch nach Erhöhung hier schreibt, jedoch Nietzsche ja ebenso schreibt hat, das Fliegen lässt sich nicht erfliegen. Fliegen ist nicht erfliegbar. Und so ist auch nicht die Höhe erhöhbar, sondern die Höhe ist eine Wesenskraft, welche nicht in einem Relationsmodus einen Sinn ergibt, sondern eine Krafteingabe ist. Also, was ist gut? Alles, was das Gefühl der Macht, den Willen zur Macht, die Macht selbst im Menschen erhöht. Was ist schlecht? Alles, was aus der Schwäche stammt. Was ist Glück? Das Gefühl davon, dass die Macht wächst, dass ein Widerstand überwunden wird. Nicht Zufriedenheit, sondern mehr Macht. Nicht Friede überhaupt, sondern Krieg. Nicht Tugend, sondern Tüchtigkeit. Tugend in Renaissance-Stil, Fragezeichen in Klammer. Ich denke nicht, dass es von Nietzsche ist, diese Zutat. Die Schwachen und Missratenen sollen zugrunde gehen. Erster Satz unserer Menschenliebe. Und man soll ihnen noch dazu helfen. Was ist schädlicher als irgendein Laster? Das Mitleiden, was ist schädlicher als irgendein Laster? Das Mitleiden der Tat mit allen Missratenen und Schwachen, das Christentum. Krasser, harte Formulierung, wo eine Menge Menschen sehr viel Mist verstehen können, aus der und der Perspektive betrachtet, mit den Assoziationen behaftet. Thilo, was ist gut? Alles, was Liebesmacht wachsen macht. Liebesmacht macht Wunden heil, sodass Schwache daran heilen. Dann schwache Schwäche wandeln in Kraft. Ups, nix klingelt's. Tschüss, bis gleich.